So Leute, ein weiteres Match steht an und ich bin total am Ende. Deshalb würde ich sagen, spielen wir jetzt noch Tracer, weil es macht so viel keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Versuchen wir unsere Tracer-Fähigkeiten zu verbessern. Das ist das Einzige, wo du dann wirklich sagen kannst, du kannst vielleicht mal ein paar wichtige Kills holen und das ausgleichen, dass dein Team so schlecht ist. Wir gucken mal. Second Pick Tracer, das ist alles, was ich will. Na dann. Dann beginnt es also. Relativ viel Tracer ranpicken, wenn die nicht picken wollen, dann werde ich picken. Bin echt auf 180 inzwischen. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Versuchen wir einfach jetzt, ich meine, es ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Versuchen wir jetzt einfach mit der Tracer ein bisschen rumzueiern und schauen, dass wir so gut wie möglich nicht Brain AFK spielen, sondern genau das spielen, was wir machen wollen. Nämlich Kills holen und nicht zu greedy sein. 20% HP und dann weg, nicht auf Anduin warten, sondern sofort weg nach hinten porten und so weiter und so fort und hoffen, dass mein Team nicht allzu dämlich ist. Aber sagen wir mal so, die Chancen, dass sie nicht dämlich sind, sind äußerst gering. Einfach spielen und gucken, was geht. Ich konzentriere mich jetzt eher mal wieder auf mich. Vergesst das Team, scheiß auf das Team. Das Team ist immer kacke. Was wir hier reinbekommen, es ist immer ein Schwachkopf dabei, der das Spiel verkackt. Von daher versuche ich einfach ein gutes Tracer-Game hinzulegen. Versuche Erfahrungspunkte zu holen, versuche die Camps zu machen, so schnell wie möglich und so weiter und so fort. Einfach ein bisschen egoistischer spielen, weil Mod-Spieler sind zu 90% einfach absolut Banane. Gibt echt nur noch ganz, ganz wenig Spieler, gerade in der Gold-Elo, die echt gut sind. Losgehen.
Dann wollen wir mal schauen, oder? Ob das was wird. Ja, Team, okay. Das ist halt auch das, was das Spiel so kaputt macht, ey, dass sie sich gegenseitig immer hochziehen. Deswegen hast du halt immer einen Schwachkopf im Team. Ja, hier, der wird gezogen von seinen Buddies. Das müssen sie unbedingt unterbinden, ey. Wäre so viel einfacher, das Spiel, wenn sie das unterbinden würden. Deswegen hast du halt immer einen schlechten Spieler drin. Einen so guten Spieler und dann halt zwei schlechte, die halt von dem guten gezogen werden. Das ist halt kacke, ey. Ja, was sollen wir machen hier? Ich denke, wir werden hier einfach all in gehen. Full Damage, ein bisschen schauen, dass ich mit der Tracer mein W anbringe. Das ist mir letzte Zeit immer sehr, sehr häufig bei meinen Spielen aufgefallen. Mit allen Helden. Dass ich zu selten einfach wirklich alle Grundfähigkeiten auf Cooldown hatte. Also gerade das W, 8 Sekunden Cooldown. Das ist schon relativ nice eigentlich. Wir kämpfen in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Kämpft! Kämpft! Thrace ist immer noch mein absoluter Lieblingsheld, auch zusammen mit Kertusat. Kertusat spiele ich nur einfach zu selten richtig gut. That's a problem. Shibi kenne ich irgendwo her. Jetzt haben wir kein E. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal versuchen. Eine Bombe rausgebratzt. Jetzt haben wir E, wir können also wieder reingehen. Also ich kann da durchaus noch was machen. Ach, war ein nicer Try. Also mal gucken, dass der Anduin nicht geholt wird. Ich gehe mal zu Anduin mal. Wir haben keine Lebenspunkte mehr. Ich habe eben gerade gesagt, ne? Halbe Lebenspunkte oder 20%. Let's go back. Scheiß auf Anduin. Jetzt gehen wir hin. Untouchable beim nicht kein Abschiedsgeschenk. Ist eine sehr, sehr greedy Aktion. Ich glaube, wir werden diesmal Untouchable gehen. Wir werden einfach ganz klassisch spielen diesmal. Untouchable. Was geht da oben? Nicht so viel. Unten geht auch nicht so viel. Hab's eh ready. Werden die Altäre erscheinen. Bereitet euch vor. Wir müssen sie vor dem Feind beanspruchen. Mal gucken, was da oben geht. Die Altäre sind bereit. Nehmt sie ein, und zwar schnell. Ha.
Kampf beginnen! Das Licht beschützt euch! Ich werde den Rabenfürsten in die Knie zwingen! So viel Lärm um nichts. Feuer frei! Ach, Bombe leider nicht ready gehabt, schade. Dieses Reich gehört mir, Totengräber. Komm, ab zum Brunnen und dann schauen, was unten geht. Falzert ist nämlich gleich dead. Aber der wird wahrscheinlich jetzt vertrieben, weil der Hanse da runter rotiert. Jupp. Das ist really unlucky, dass da nicht der Kill gefallen ist. Der Anduin bleibt die ganze Zeit immer irgendwo anders. Nervt mich jetzt schon wieder tierisch. Kriegen keine Kills. Such dir ein Talent aus. Die Altäre werden bald erscheinen, Helden. Okay, weg hier. Ich muss mal kurz verschnaufen. Anduin ist die ganze Zeit auf den Lanes unterwegs. Das ist ätzend. Altäre gehören denen, die sie für sich beanspruchen. Seht zu, dass ihr das seid. Nun werdet ihr zugrunde gehen. Kommt viel zu spät. Als er macht um das Camp. Anduin steht nur wieder doof rum. Oh Mann, ey. Okay, das ist nicht gut. Ich hab mit Asmund dann das Camp zusammen gemacht. Ja, lass die Altäre erscheinen! Hab keine von Lebenspunkte. Müsste mich eigentlich gesehen haben, der Fall. Ja, nicht. Such dir ein Talent aus. Geht! Lasst die Altäre nicht in die Hände des Rabenfürsten fallen! Verschwindet aus meinem Hoheitsgebiet. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Ich bin tot. Sehr cool. Du bist gestorben. Scheiße. Ich umarme dich besser mal. Wir werden Slow Motion gehen. Müssen mal gehen. Wer sich dem Rabenfürsten widersetzt. Wir haben kein Damage, wieder mal. Wir haben kein Heal. Der Anduin spielt richtig schlecht.
Ist halt wie immer, wie auch schon im letzten Game, egal. Das ist ein Fail von mir. Da hätte ich länger warten müssen, da war ich zu gierig. Hab ein bisschen länger warten müssen. Wir haben mein Fort verloren. Das ist schlecht. Feuer gestorben. Euer Blutrausch ist vorbei. Jetzt ich halt etwas versuchen, den die da oben zu holen mit noch ein E ready. Mit zum Brunnen, weil hier kannst du ja wieder knicken. Stitches ist dead, oder? Ja. Der kommt da nicht mehr weg. Vorweg. Nehmt die Altäre ein. Enttäuscht mich nicht. Das dauert aber auch alles viel zu lange. Lasst uns sehen, ob ihr diesmal eure alleine reingehen brauche ich da halt nicht. Ich bin halt so krass angewiesen auf meine Teammates. Aber die, weiß nicht, da funktioniert halt überhaupt nicht. Sie lassen sich alle so einfach abfahren. Ohne Gegenwehr, ohne irgendwas, ohne auf die Maps zu gucken. Die machen einfach gar nichts. Und der überhaupt nicht getroffen ist. Wundert mich irgendwie. Wir versuchen da jetzt irgendwie einen Key zu holen, wäre halt nice. Die Leiche da sieht lecker aus. Zwei tot. Euer Blutrausch ist vorbei. Jetzt tut ihr Buße. Mal nach oben gehen, falls das auf die Eier gehen. Wäre ratsam, diese Söldner für uns zu gewinnen. Wäre ratsam, diese Söldner für uns zu gewinnen. Auf den Vorschau! Werden die Altäre uns gehören? Meint, dass du das gut gemacht hast. Zuschauen hat Spaß gemacht. Ich habe versucht, den Hans irgendwie wegzuhalten. So ganz funktioniert. Euer Ende naht, Totengräber. Der Rabenfürst stell dich einfach nur im Weg. Nicht absprechen. Nice. Wir kriegen das auch noch. Ja gut, das wird kein einfaches Spiel für uns. Das ist immer dieses geladen in Sicherheit gegen dieses Team. Mit Fingerfertigkeit einfach best. Ich ein einzigen Mal irgendwie einen Stack bekommen, also relativ wenig Kills bisher geholt. Aber ich bin trotzdem eigentlich relativ zufrieden mit dem Game. Unser Vor ist kaputt und tot. Dass man da wieder reingeonkt. Helden, ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel geöffnet, der zur Mitte des Schlachtfelds führt. Nutzt ihn weise. Oh, ich werde meinem Helden ebenfalls diese Möglichkeit bieten.
der Tod. Gut für dich. Alles zermatschen. Ich bin bald wieder zurück. Verlasst euch drauf. Ich muss mal kurz verschnaufen. Haltet euch bereit. Die Altäre werden bald sichtbar werden. Das ist unsere letzte Chance, zurückzukommen. Ich muss unten die Fernen, weil sonst ist das Ding weg. Gibt's da drüben was zu holen? Scheiße, kann ich nicht machen. Hat er gut gemacht. Die Kürbisköpfe müssen wir leider auch nicht gepacken. Erobert die Altäre! Wir werden dem. Oh! Wir haben gemeinsam ein Fort kaputt gemacht! Der Turm gehorcht mir! Euer Ende naht, Totengräber! Zeit für soliden! Lasst die Türme feuern! Vernichtet den Rabenfürsten! Dort haben wir kein Fort mehr! Der Feind hat einen Turm eingenommen! Die Leiche da sieht lecker aus. Ja, das Ding ist weg, da kann ich leider nichts gegen machen. Mein Team stirbt halt einfach so schnell weg. Dann macht man da keinen Damage. Ach ja, naja. 8 Kills geholt, 2-mal gestorben, 2 unnötige Tode bisher. Ach, man kann machen, ja. Viel mehr können wir da sowieso nicht machen, das Ding da oben ist auch weg. Ja, lass die Alte. Unser Vor ist kaputt und tot. Lass nicht zu. Ist Game Over. Schade. Der Rabenfürst greift unsere Zitadelle an. Ihr müsst sofort einen Turm zurückerobern. Eure Zeit ist abgelaufen. Schade. Verdient wieder verloren. MVP. Verdient verloren. Verdient verloren. Eigentlich ganz gute Otis vom Anduin jetzt im Late Game gewesen, aber uns hat halt ein Damage-Dealer gefehlt. Mal einfach mal so traurigerweise sagen. Aber ist ja wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte und nicht mal 100k. Boah. Schauen wir mal rein. Ja, wenn man das hier sich anschaut, ich habe echt viel versucht. Den Hanzo habe ich nicht so oft bekommen. Die haben wir nie bekommen. Einmal war ich kurz davor, aber nicht gut funktioniert. Der Ray war super, super schlecht. Schauen wir uns mal an, was bei dem so geht. Spielüberblick. Die letzten Games hat er gewonnen. Frage mich, wie? Der spielt keinen guten Ray. 436. Kaum irgendwelche Helden mal gespielt. Und dann hast du schon wieder das Problem, warum du keine Spiele gewinnst. Der Stitches, den kann man auch echt keinen Vorwurf machen. Die Joanne hat auch gut gespielt, aber 2 Hardtanks hier mitzunehmen ist halt ein bisschen viel gewesen. Zu viel des Guten. Wenn der Stitches hier Dingsbums geht, dann muss ja auch Slam gehen. Und er ist nicht Slam gegangen. Und da haben wir auch schon das zweite Problem. Wenn du Stitches als zweiten Frontliner spielst, dann musst du Slam-Build gehen, um massig viel Damage machen zu können. Er hat hier irgendeinen Mischmasch-Kack gespielt, den ich nicht ganz verstehe. Und die Johanna kann halt auch schon relativ viel Schaden machen, aber die ist es auch nicht gegangen. Das heißt, wir haben im Endeffekt 2 Hardtanks gehabt, die keinen Damage gehen. Was halt super ärgerlich ist. Und dann verliest du halt das Game. Tja, so einfach ist die Sache. Wir haben trotzdem ganz gut mitgehalten, aber halt auch nie wirklich die Objective bekommen. Naja. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle und danke fürs Zusehen. Tschö.